So, der gute Iratsch hat mal wieder was hochgeladen. Der Geburtstag. Das Gute ist ja, er landet immer bei den richtigen Leuten. Es gibt Leute, die tippen bei sowas ganz anders. So in die aggressive Richtung. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Wolltest du da vielleicht vorbeikommen? Wir suchen noch einen Stripper. Ja, das wäre hier in Essen. Geil, wo wäre das? Willst du vorbeikommen? Bis jetzt sind leider nur meine Eltern. Eventuell ist aber noch nicht ganz klar. Wir warten noch auf die Zusage. Meine Oma wird auch noch kommen. Wäre das okay? Willst du dann noch strippen? Okay, alles klar. Wir wollen die Rap-Battles starten. Mit meinen Eltern und mir. Wir haben so eine Mülltonne, die wir da anbrennen dürfen. Wir haben eine Genehmigung. Und da wollten wir darum so Rap-Battles starten. Habt ihr vielleicht Lust vorbeizukommen? Machst du. Scheiße, wir improvisiert auf Krampf irgendwas sagt und die Leute denken sich so, what the fuck? Beatbox? Kannst du Beatbox? Ja, ja, kann man. Wo wohnst du? Ich wohne in Borbeck. Wilhelmstraße. Wilhelmstraße wohne ich. Warst du schon mal da? Ja. Was? Borbeck habe ich schon mal da gearbeitet, aber ich weiß nicht. Du warst noch nie bei der Wilhelmstraße? Ich jetzt macht der Rollenwechsel diese Psycho-Sache, pass auf. Ja. Kannst du mal Beatbox machen, jetzt bitte? Wieder normal. 12.30 Uhr geht's los und wir können so bis 17 Uhr machen. Ne, weil dann gehen wir Pfannkuchen essen noch bei Opa. Pfannkuchen, Digga. Aber wenn du willst, kannst du auch mitkommen, Pfannkuchen essen noch. Hast du Bock darauf? Willst du da auch noch mal strippen bei meinem Opa? Scheiße. Wie bitte? Du musst ein bisschen lauter reden, ich höre dich kommen. Wie bitte? Ich verstehe dich kaum. Du musst lauter reden. Na, ist ja nicht so schlimm. Beim Strippen redest du jetzt zum Glück nicht. Ich suche die ganze Zeit den Hauptbahnhof. Mein Navi führt mich die ganze Zeit in falsche Richtung. So ist von hier? Ja. Ist auch dieser Limbecker Platz, dieses Einkaufscenter? Ja, ist hier. Nein, das würde mir reichen, wenn du mir das einmal erklärst. Okay, in der Nähe. In der Nähe gehe ein bisschen. Ja, also ist ganz einfach zu finden. Okay, yes. Okay, noch eine andere Frage. Weißt du, wo ich hier Heroin bekomme, was mich so richtig aus dem Leben schallert? Ja, Heroin, mein Freund, I don't know these things, because I'm quite new here. I want Heroin. Yes. Which... Close your... Yes. No, man, I just don't know. Just like this, you take it and then... Yeah, I know. Yeah, I know what it looks like. Can you do it like this? What? Okay, also der Hauptbahnhof ist einfach in die Richtung. Ja, Hauptbahnhof ist okay. Und die. Ja, ich gehe erst zum Bahnhof erstmal. Ich frage mich da mal durch. Alles klar, danke dir. Thank you. Danke. Scheiße. Ey, wir waren gespannt jetzt hier. Weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, ne? So. Weil man könnte auch denken, ey, er geht an meinen Rucksack oder so. Geil wäre, wenn Iratsch Untertitel einbauen würde. Dann wüsste man, man hört es ganz, ganz minimal, was derjenige sagt, aber auch irgendwie gefühlt gar nicht. Aber dass er ein bisschen Untertitel reinbauen würde. Hast du den wahrscheinlich schon erkannt? Auf Stauf blasen, Digga. Geiler Typ, Alter. Kurz vor den Cock im Mund nehmen. Aber vielleicht ist es auch was Psychologisches, dass, wenn er nichts sagt, aber nur ganz langsam rangeht, dann wollen sein Gegenüber ihn nicht direkt auf die Schnauze haben, weil er ja ganz langsam reinkommt. Vielleicht strahlt er dabei noch eine Ruhe aus, dass sein Gegenüber nicht aggressiv wird. Wisst ihr, was ich meine?
Wie spät ist es? Von 17 Uhr. Okay, danke. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, jetzt kommen die Allmanns jetzt, Digga. Hier. Ich bin einfach nur hier, ich habe Geburtstag. Oh, alles Gute. Willst du vielleicht auf meinen Geburtstag? Willst du vielleicht vorbeikommen? Wo? Wir suchen noch einen DJ auf meinen Geburtstag. Ja. Hättest du Bock? Kein Thema. Okay. Willst du das auch nackt machen? Entschuldigung, ganz kurze Frage. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich suche den Hauptbahnhof. Einfach die Richtung? Man geht aber einen schicken Rock an da hinten, oder? Guck mal. Röcke sieht man so selten. Auf Instagram gibt es nur Tangas oder Hotpants oder so. Bahnhof. Oder der schöne Rock, die Blonde da, pass auf. Hinten einfach die Richtung? Am BMW, guck mal. Sieht schön aus, ne? Einfach Richtung, danach ein bisschen links, danach ist ein Bahnhof. Okay, danke. Entschuldigung, kurze Frage. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich suche den Hauptbahnhof. Geil, Digga. Einer, ich bin um Kreis gelaufen. Ja. Links, ja. Nach immer geradeaus. Geradeaus einfach. Okay. Jetzt bitte komm wieder. Bitte komm nochmal. Bitte wieder. Von der anderen Seite oder so. Nochmal bitte. Und er so, guckt der jetzt, wo geht er denn an? Jetzt von der anderen Seite kommen, das wäre so geil. Hallo, Entschuldigung. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, ich suche den Hauptbahnhof. Ja? Ja. Und der eine denkt sich, halt dein Maul, die Hälfte. Geradeaus, links und dann rechts, oder was? Ja, sie sehe ich. Der andere guckt ihn gar nicht mehr an. Und der linke muss schon lang. Danke. Aber jetzt müsste er von der anderen Seite kommen, das ist ja geil. Ach du Heiliger. Ganz kurze Frage. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, ich suche den Hauptbahnhof. Einfach geradeaus. Geradeaus und links oder? Siehst du das hier? Das ja. Sitzen da? Ja. Bisschen 50 Meter. Danach rechts und immer dieser Hauptbahnhof. Okay, einfach geradeaus. Ja. Okay, danke. Jetzt schon wieder, oder was? Entschuldigung. Okay, jetzt reicht's. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Na. Such den Hauptbahnhof. Ja, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Geil, endlich. Einfach die Richtung. Ja. Ja. Ich denke, jetzt komm, wir gehen hauen ab. Such den Hauptbahnhof. Scheiße, Digga. Kommst du aus Essen? Zum Hauptbahnhof. Kommst du aus Essen? Essen Hauptbahnhof, ja. Scheiße. Guck mal, er geht einfach mit, Alter. Nein. Entschuldigung. Ganz kurze Frage. Ganz kurze Frage. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich suche den Hauptbahnhof. Auf Alzheimer? Okay. Ich habe nächsten Sonntag habe ich Geburtstag. Willst du da vielleicht vorbeikommen? Nee. Sorry. Wieso? Ich habe Schichtdienst. Ich muss arbeiten. Aber ich habe da Geburtstag. Ich habe Schichtdienst. Ich muss arbeiten. Was ist für eine Antwort? Sag da, was, Dick, ich kenne ihn nicht. Fuck. Ich muss arbeiten. Nur der höfliche Deutsche wieder, wisst ihr? Ich hab Geburtstag. Das ist schön, aber ich muss arbeiten. Ah, ich muss arbeiten. Ah, hör mal! Ich muss arbeiten. Geil, was ist das für ein Typ? Hör mal! Ich muss arbeiten. Hä? Wie so ein Roboter, Alter. Tut mir leid, aber trotzdem viel Spaß, ja? Geil, guck mal, er hat ein bisschen Angst. Guck mal. Ich muss arbeiten. Ah, er wieder. Ah. Komm bitte. Was willst du für Musik? Ciao, Jungs.
wo er diese Bewegung gemacht hat, ne? Ich habe mal auf Twitter und von einem YouTuber hat ein Zuschauer dann kommentiert auf diesen Tweet mit einem Video von einem Schwarzen, der hämmert da eine andere weg und der hat immer mit dieser Musik so gemacht. Während er vögelt. Das erinnert mich gerade an. Ich habe das Video gesehen, Leute. Ich kann es euch nicht zeigen. Natürlich geht nicht. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich habe mich richtig... Wie er dann in die Kamera reinguckt und die Alten so dabei... Also, ich könnte jetzt auf das Video sofort zugreifen, weil ich es mir gespeichert habe. So witzig finde ich das. Er mit seinem Hoverboard. Ja, ich habe mir Spaß gemacht. Guck mal da hinten hin. Wir filmen versteckter Kamera. Ich habe gedacht, irgendwas passiert. Ich war so ein bisschen bereit. Ich fand mich nicht, der hat mich schon mehrmals angesprochen. Wer, ich? Natürlich, wer denn sonst? Von Irish TV. Ich weiß, okay. Hast du die Videos gesehen? Ja. War lustig, ne? Das war geil. Ich wurde auch schon, glaube ich, auch schon angesprochen. Hey, warte. Ja, wir filmen ja, der Arme, ja. Für YouTube. Wir haben einen Comedy-Kanal. Okay. Ist okay, wenn du mit dabei bist. Ja, du warst richtig Problem. Sympathisch. Alles klar, danke dir, ne? Ciao. Ah, die beiden. Ich bin gerade jetzt einmal hier rumgerannt, extra. Ja, einmal, die Kollegin hat gesagt, wir haben gleich eine versteckte Kamera und Eiser. Wir helfen gerne. Ja, das war sehr, sehr schön. Alles klar, danke. Okay. Ja, das war wieder nett, Leute. Wenn das immer so endet, ist das eine schöne Sache. Iratsch, mach weiter. Wir wollen mehr sehen hier.